Es gibt aber einen Unterschied. Machst du einen langen Schlag wie hier oder machst du einen kurzen Schlag, einen Pitch aufs Grün, so innerhalb 50 Meter? Da kann ich dir sagen, dass Golfer, wenn sie nah am Grün sind und Rechtshänder sind, sehr oft den Ball nach links verlieren. Sehr, sehr, sehr oft. Der Ball ist oft dann auch zu weit. Und Golfer, die weit schlagen, tendieren nach da, nach rechts. So, je länger der Schläger, desto mehr slice der Ball. Und beim kurzen Spiel geht der Ball eher nach links. Passiert das bei dir? Wenn ja, dann bitte schau weiter. Okay, so das Erste, was ich sagen möchte beim langen Spiel, ist, dass du auf jeden Fall deinen Griff ändern darfst und solltest. Wenn du eine Tendenz nach rechts hast, wie die meisten Golfer, dann ist es eine super Idee, alles gleich zu machen, gleicher Schwung. Du kannst geradeaus zielen oder ein bisschen nach links. Aber was du tun solltest, ist die Hände leicht nach rechts drehen. Ich sage immer meinen Schülern, dreh die Hände in die Richtung, in der der Ball nicht fliegen sollte. Der Ball sollte jetzt nicht nach rechts fliegen, deswegen habe ich beide Hände nach rechts gedreht. So, wenn ich jetzt den Schlag mache, ich ziele einfach gerade, weiß ich, dass die Schlagfläche nicht offen sein kann im Treffmoment. Und ja, da fliegt er schön gerade. Man hat dann ein viel besseres Gefühl über den Ball. Wenn du aber zufällig eine Tendenz nach links hast, das gibt es auch, dann richte dich gerne ein bisschen nach rechts aus, aber dreh dann deine Hände, ja, nach links. Beide Hände nach links drehen. Und jetzt kann ich den Schläger nicht schließen und ich weiß, dass ich jetzt eine viel bessere Chance habe, das Fairway zu treffen. Beim kurzen Spiel, und das sieht man bei den meisten guten Golfern, ist es wichtig, dass du, und ich denke, ändere erstmal nur deine rechte Hand, dreh die rechte Hand nach innen, nach links, dass das V zwischen Daumen und Zeigefinger zum Kinn zeigt. Und so wirst du das Blatt gerade oder etwas offen lassen durch den Ball. Das ist ganz gut, dann gräbt sich der Schläger nicht in den Boden, der Ball fliegt höher und nicht nach links. So beim kurzen Spiel wird es auf jeden Fall dir helfen, wenn du die rechte Hand nach links drehst. So zusammengefasst, beim kurzen Spiel dreh deine rechte Hand nach links. Und beim langen Spiel dreh die Hand immer in die Richtung, in der der Ball nicht fliegen sollte. Wenn der Ball nach rechts nicht fliegen sollte, dann dreh die Hand nach rechts. Wenn er nicht nach links fliegen sollte, dann dreh die beide Hände nach links. Okay, ich denke, das sind ein, zwei sehr wichtige Tipps für dich. Viel Spaß beim Ausprobieren, Umsetzen. Ich fahre übermorgen in die Wärme. Und von da werde ich auch ein Video für dich drehen. Falls du noch nichts gemacht hast, bitte abonniere meinen neuen Kanal Golfen mit Freude. Der Kanal für Golfer, die nicht so lange dabei sind und wirklich den nächsten Schritt machen wollen, um richtig gute Golfer zu werden. Tschüss!